Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darkest Dungeon mit mir, der Wegmann. Beim letzten Mal wurde Ushidakun eingeführt. Ich überlege mir, ob wir das heute mit The Hound machen. Ja, sieht gut danach aus. Und ja, lasst uns einfach etwas Spaß haben, okay? Okay. The Hound. Hundelecken. Hat auch Wachhund. Verbündete Schützen. Ne, ich lass es mal so. Der Hound will an die Position. Dann holen wir Pinel einfach mit. Gilpin holen wir mit. Und den Mountain holen wir mit. Ja, ich würde sagen, das sieht doch gut aus. Was machen wir? Wir wollen immer noch Wappen und Urkunden. Hier gibt es Wappen. Alter. Wir holen uns also die Wappen. Oh, die Wappen. Okay. Ja. Wir machen mal noch mit leichter Kost weiter, weil beim nächsten Mal habe ich viel vor, sag ich mal. Verkaufen. Ja. Das nächste Mal habe ich viel vor. So. Komm hier, Dobi, Dobi. Und deswegen gibt's heute noch etwas leichtere Kost für euch. Und für mein Herz. Das spielt auch mit. Oh je. Das Doofe ist halt, ich weiß schon, was kommt. Was ist es denn jetzt? Ach, es ist ein kleiner. Ist okay. Ich wollte nur gucken, wie groß er ist. So. Wir machen wieder minimalistisch. Per fucking Fact. Auf geht's, ab geht's. Drei Tage wach. Merseln. Da waren wir lang nicht mehr. Die schuppige Haut des Fischvolks gewährt eine erhöhte Resistenz gegen Angriffe mit Bluten. Ich weiß nicht mehr, wen wir alles dabei haben. Da! Aha! Gib ihn! Perfekt! Oh. Da haben wir aber viel erkundet, so ganz am Anfang. Wir sollen Raumkämpfe abschließen. Wir gehen zuerst unten lang. Kiste ist leer. Enttäuschend. Enttäuschend, saure Steo. Du birgst die unbenutzte Fackel, die wir beyond measure. To the brave and the fool already alike. Okay. Berauschende Schwaden für den Anfang. Ruf der Tiefe. Jupp. Gefolgt von der Hetze. Ganz am Anfang. Aha. Das widersetzen welche, aber nicht alle. So. Was können wir denn machen? Eiserner Schwan. Da wäre ich für. Bam, erwischt. Und die solchen Fassungen. So, die bekommt 7 Schaden. Das reicht leider nicht ganz aus für den Kill. Speerfischen. Die haben keinen Healer, fällt mir voll auf. Da sind Healer echt. Schwächung für den Hound. Great is the weapon that cuts on its own. Schaden nächste Runde. Das ist eher mäßig. Ermutigender Dunst für ihn. Für sie. Den Witz habe ich schon mal gebracht. Ich weiß. Deswegen ist er ja auch noch so witzig. 3 sind 5 Schaden. Er stirbt. Er stirbt nicht. Das lässt sich ändern. Apropos Tod. Bam. Weiter geht's. Und hier ist nix. Okay. Ein Kampf!
Meerschnecken, Dorn, Quallen. Könnte cooler sein. Berauschende Schwarm für den Anfang. Wie immer. Solchen Granate. Oh yeah. Fuck. Schocker auf Pinel. Pinel ist zum Glück nicht so wichtig. Anfall. Und betäubt. Damn it. Schocker auf Mountain. Nicht Mountain. Nein, ich brauche Mountain noch. Danke. Their formation is broken. Maintain the offensive. Zwei Schaden pro Runde trotzdem an, damit er nämlich sofort stirbt. Danke, 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 danke. This is how a life is taken. Oh, Pinel, Pinel ist schon verwirrt, bekommt jetzt auch noch Tollwut. Verwirrt, betäubt. Kommt auch noch Tollwut. Nix Schönes, um ganz ehrlich zu sein. Betäubt. Mal bis zum Mitnehmen. Bloß nur für zwei leider nur. Ah, nochmal auf der Executed with impunity. Okay, wir gehen weiter. This expedition at least promises success. Finding the stuff is only the first test. Und toll, now it must be carried home. Nur hier. Bei uns. Viel Spaß. Was ist das? Krone des Lichts. Minus 15% Stressschaden bei Licht über 75. Ätzend. Okay, hier haben wir aber einen Raumkampf mit Schatz. Überrascht. Überraschung. Und berauschende Schwarm. Dafür ist Pinel immer gut. Folgt von der Herzjagd. Lasset bluten. Solchen Granaten. Das ist 7 Schaden für ihn. 7 Schaden für ihn. 9. Gut, 12. Stresswelle. Geh weichen aus, Bitch. Okay, Schock auf Pinel. Ein bisschen schade eigentlich. Bin gut gefolgt. Noch überleben die beiden, aber. Das ist die letzte Runde. Brustenwall auf die Dornfalle, alles klären. Tolps, jupp. Verdammt, der darf noch. Schocker auf The Hound. Widersetzt, sehr gut, sehr gut. Der Totschläger. Warum mach ich den Totschläger? Weil er betäubt. Totschläger ist nämlich gar nicht mal so gut, aber er betäubt. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Und ja. Er stirbt nicht. Das heißt, wir müssen ihn auch betäuben. Danke. So. Du überlebst diese Runde, aber nicht die nächste. Und Dämpfe. Schade. Totschläger. Okay. Give them no quarter. Und versuchen das mal. Ich sag nicht, dass es klappt. Das klappt. Und barbarisches Gefühl. Schwächung. War es das wirklich wert? Eigentlich nicht. Aber das ist auch egal. Los, greif rein. Der Inhalt gehört uns. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Was haben wir hier? Eine Fackel. Und hier haben wir bestimmt noch was zu futtern. Nee, tatsächlich nichts zu futtern. Ich werde die Hundeknochen ja wieder einmal nicht verwenden. Das gleiche gilt für. Was könnte man noch wegschmeißen? Weihwasser. Weihwasser benutze ich am seltensten eigentlich. Hunger, Hunger, Hunger. Na dann spachtelt mal. Ist hier ein Kampf? Ja. Wir müssen alle Raumkämpfe abschließen und das machen wir hiermit auch. Erfolgreich, wie wir sind. Berauschende Schaden.
Schön. Seuchengranate. Bada boom. Gifttauch. Für beide. Dann kommt die. Nicht der Hundebiss. Um es auf jeden Fall so richtig abzufacken. Ja, wieder setzt. Verdammt. Dann kommt der eiserne Schwan. Der Falltod ist. Und die salzige Furcht auf schnell Crit Hit. Und einmal. Zwei Schaden für 5 Runden, das ist ätzend. Glück haben wir genug Bandagen. Na, Gilpin bekommt auch was auf die Fresse. Yep, und wie wäre es mit nochmal berauschen? Weil es so schön ist. So. Macht, dass er stirbt in der nächsten Runde. Meeres. Und dann wird noch lecker. Gut, der Stoß macht dann das Ende. So, jetzt haben wir noch mehr Zeug. Das ist doof. Wir machen es mal so. Und gehen weiter. Gilpin darf eine Falle entschärfen. Sehr gut. Weiter so, Gilpin. Du bist ein guter Kerl. Frau, ich weiß es nicht. Da steht Doktorin, aber ich sehe nichts. Doch, du hast Möpse. Ist okay. Ist okay. It's A-okay. So. Dann gehen wir jetzt wieder zurück auf Anfang im Prinzip und laufen halt den anderen Weg, der auf jeden Fall von 2 Kämpfen geprägt ist, eventuell 3, je nachdem was hier unten läuft. Das finden wir aber spätestens da heraus, ob noch ein Kampf auf uns wartet. Jetzt haben wir aber schon gut gegessen, du. A handsome reward. Entschärft. Ich habe schon fast über die Falle gelatscht. Hat sich noch mal gerade so zum Guten gewendet. Okay. Berauschender Schwarm. Pinel hat es drauf. Gefolgt von einer Hetze. Oh yeah. Gefolgt von solchen Granaten. Er kriegt trotzdem 7 Schaden und ist in der nächsten Runde tot. Für ihn. Der ist in der nächsten Runde nicht tot. Deswegen haben wir noch den einzigen Schwan-Kids. Ne? Die zwei nerven mich jetzt ein bisschen. Nerven. Doof. Eiserner Schwan. Danke. So. Werden weitergeführt. Ermutigender Dunst. Perfekt. Und ich wäre für eine Runde Hunde. Bis. Ja. 9. Perfekt. Und einmal den Verrückungsschuss bitte. Low Roll, aber das ist jetzt auch egal. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Du, fasse an. Verdammt. Ja, das denke ich mir auch gerade. Bis zum Lagern. Ich lager aber doch gar nicht. Nein! Ist nur halb so wild. Von Schwächung mache ich mir eh nicht viel. Vielleicht hat man schon gemerkt. Entschärft! Sicht, guck. Schon geht's ihm was besser. Etwas, sage ich. Weil nicht ganz. So, ein weiterer Kampf. Oh ja, der wird schön. Lecker, lecker. Stresswelle. Da hat wieder so ein bisschen Stress drauf.
Ist aber nicht so schlimm. Der Totschläger. Oder die Hetzjagd. Oder auch einfach der Hunde. Hätte besser laufen können. Weil jetzt hat er noch so einen. Nein, nein, nicht auf dem Mount. Du Arsch. Ah, wieder setzen. Perfekt. Ja, die werden eh überleben. Die zwei. Außer ich mach wieder. Na, ich habe eine Idee. Nämlich den einsamen Schwan. Perfekt. Krustenball. Wir kommen drüber hinweg. Perfekt. Nächstes kommt einfach nur mal die Hetzjagd. 5 und 2, das heißt, er wird sterben. Ermutigen das uns zu Küche. 2, das heißt, er wird auch sterben. Perfekt. Blend oder Pulver. Schwächer sitzt. Und wir lassen die. Lassen Blut müssen bei Octozest ausgerutscht. Perfekt. Es läuft alles nach Plan. Wir machen erneut die Schwaben, damit er erst recht nicht trifft. Totschläger. Yummy, yummy. 7. Trotzdem fortsetzen, um die letzten Sachen zu sehen. Haben wir eigentlich... Falle? Jo, gönn dir. Sag ich mal, gönn dir. Okay, Beute. Boah, 25 Gold und 2 Nahrung. Die Nahrung verputzt sich so. 25 Gold, mit dem wisch ich mir den Arsch ab. So. Und das war's. Schön! Läuft bei uns. The things are driven back for a time. Das war gar nicht mal so verkehrt. Wir haben wieder 11.000 Gold bekommen, sehr schön. Viele Wappen, auch Porträts und Urkunden. Pinel ist zum dritten erkrankt. Widerstand gegen Schwächung, minus 5% Vampirgeister. Mountain, Meereshöhlen, die plus 10% Chance auf erkundenen Meereshöhlen und Gilpin, atemlos. Durch die Nacht, minus 1 Geschwindigkeit bei Lebenspunkten unter 50%. Shit. I remember days when the sun shone and laughter could be heard from the tavern. Torell wurde bei einer außergewöhnlichen Bitte ertappt. Torell hat sich der Fleischersoße hingegeben und den Stress um eine Nacht verringert. Barnabas hat sich gegeißelt und den Stress um eine Nacht verringert. Vitalis hat eine Krankheit wirksam wandeln lassen. Geheilte Krankheit, zehrende Krankheit. Perfekt. Wir gehen wieder ins Sanitarium, denn Pinel hat einfach mal drei Krankheiten und das die wichtigste, die gehen soll, ist wohl Anfall, denke ich. Anfall darf, soll auf jeden Fall gehen. Dann gehen wir noch auf Stress sortieren, da ist Pinel auch ganz oben und ansonsten braucht es keiner. Wir gehen noch zur Kutsche, sehen, da ist ein Narr. Bräuchten eigentlich einen neuen Narren. Und wenn wir jetzt nach Klasse sortieren, sehen wir, dass wir wie gesagt nichts abzugeben zu haben, was weiß ich. Weil Torell, Curie und Eddie eigentlich perfekt sind. Fürs Erste. So sieht es momentan aus, deswegen können wir es hier auch ganz knicken erstmal. Können wir hier vielleicht noch was machen? Ja. Nein, meine ich. Rüstungsschmiede fehlen uns 23 Urkunden. Kriegen wir die noch irgendwie hin? 23 Urkunden kommen sofort.
A sharper sword, a stronger shield, anything to prolong a soldier's life. Das heißt, Porträts und Wappen. Wir holen uns erstmal die Porträts, weil Porträts sind am seltensten, glaube ich. Und wir holen uns Wappen. Das heißt, wir brauchen 11 Porträts und 81 Wappen. Yippie-yay. Apropos Gilde. Unser Eddie. Ja, den können wir hier ja noch bam bam. Hahaha. Ha, ha. Und auch hier können wir noch bam bam machen. Und bei Fitzroy auch. Wieso ich das bei Finale gemacht habe, weiß ich nicht. Ich hab's aber gemacht. Das Tain kommt auch noch. Dann muss ich nachziehen. Perfekt. Ich glaube, ihr wisst, was nächstes Mal kommt. Mein Name ist Eddie Wegmer. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das heißt, Let's Play Darkest Dungeon. Bis dahin. Ciao.